Er gießt Salz am Strand, doch Sekunden später sind alle schockiert. Das folgende Kurzvideo wurde über 50 Millionen Mal angesehen und die meisten konnten ihren Augen nicht trauen, als sie sahen, was passierte. Schaut einfach selbst. Die meisten von euch werden sich jetzt sicherlich fragen, was das längliche Teil ist, das aus dem Boden hervorkommt, doch es ist nichts weiter als ein Razorfish, auch Ensis aquatis genannt. Die Ensis aquatis ist eine gerade Scheidenmuschelart, die überwiegend in der Nordsee in den Löchern der Ebbe lebt. Die beste Chance, diese kleinen Kreaturen zu fangen, besteht darin, während der Ebbe Salz in die Löcher zu gießen. Scheidenmuscheln sind eine sehr beliebte Delikatesse und sollen ein wahrer Genuss sein. Wenn ihr also das nächste Mal jemanden dabei beobachtet, wie er Salz am Strand gießt, dann wisst ihr nun den genauen Grund. Ja, würdest du auch solch eine Muschel essen? Oder hast du vielleicht sogar schon mal eine probiert? Wenn ja, dann schreib's mir doch gerne in die Kommentare.